rechtlich eingetragene Waldbauverein Sense mit seinen knapp 300 Mitgliedern und fast 900 Hektaren Wald wird durch 6 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder geführt. Der 2005 aus 4 unabhängigen Waldbauvereinen des Sensebezirkes entstandene Verein organisiert zusammen mit dem Forstdienst koordinierte Holzschläge. Dabei ist er finanziell autonom und setzt sich stark für eine rentable Waldbewirtschaftung seiner Mitglieder ein. Wir vom Waldbauverein haben festgestellt, dass wenn wir im kleinen strukturierten Privatwald mehr Holz rausnehmen wollen, dass wir dem Waldeigentümer etwas bieten müssen und aktiv auf ihn zugehen. Also Tatsache ist, dass die meisten Privatwaldbesitzer überfordert sind mit dem Waldpflege. Und manchmal Waldbesitzer, die den Wald nicht einmal kennen, was sie den Wald haben. Ich bin im 08 als Waldbesitzer und Waldchef der Pfarrei angegangen bei der koordinierten Waldnutzung wollte ich mitmachen. Das hat mich eigentlich sofort begeistert, weil mit unseren Leuten können wir die Arbeit gar nicht mehr bewältigen. Vor allem die Pflege des Stangenholz. Wir haben darauf achten, Holzschläge zusammengefasst und haben das koordinierte Holznutzung genannt. Das Koordinieren ist eine Denkweise, die man sich aneignen muss. Man kann also alles koordinieren. Und dort musste ich sagen, die haben sehr sauber gewerkt mit diesen Vollerntern. Und rationell, das ist sehr schnell gegangen, das hat mich voll begeistert. Und wenn ich schaue, dass keine Schäden passiert sind, das können wir von Hand fast gar nicht so bewältigen. Das Ziel in Zukunft des Waldbauvereins, die koordinierten Holznutzungen weiterzuführen, ist das oberste Ziel. Wichtig im Privatwald war für uns von Anfang an, es muss rentieren, es darf nicht defizitär sein. Sonst macht der Privatwaldeigentümer nicht mit. Die koordinierte Holznutzung machen wir seit schon 6 Jahren. Mittlerweile haben wir 13'000 Kubiker so verkaufen. Es besteht eine richtig gute Eigendynamik im Privatwald. Das sind Leute, die fragen können, wann kommt ihr das nächste Mal zu uns? Und auf das habe ich keine Antwort.